There's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Wer schläft, muss passen. Am Wochenende vom 5. bis 7. Oktober trafen 120 User im Kurt-Hirschfeld-Forum Lerte zusammen, um sich gegenseitig formiert in Clans für den ersten Platz über den Haufen zu ballern. Unter dem Motto Jugendliche für Jugend wurde die Netzwerksession vom LAN-Link Team Hannover Land in Kooperation mit dem Schülercafé veranstaltet. Zu betonen ist, dass die Jugendschutzgesetze der Altersbegrenzung für die zumeist nicht friedlichen und gewaltbetonten Spiele eingehalten wurden. Wann bist du gestern ins Bett gegangen, Jack? Das weiß ich nicht mehr. So gegen 4? Habt ihr hier an dem Turnier von der Dutchman Days teilgenommen? Ja, wir haben den 7. Platz belegt. 7. Platz und woran hat es gelegen? Ich würde sagen, mangelndes Teamplay und schlechte Taktik. Und seid ihr nächstes Jahr wieder dabei? Klar. Und da hofft ihr euch dann ein besseres Ranking? Ja, mal gucken. Ein bisschen mehr trainieren, dann wird das was. Na gut, spielt ihr auch im Internet, also mit anderen Leuten noch? Ja. Spielen in der ESPL? In der Europäischen Sportliga für elektronische Spiele. Ja, sind da auch relativ erfolgreich, auf Platz 1700 noch was. Das hört sich ja recht hoch an. Wie viele Clans gibt es denn in der ESPL ungefähr? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Na okay, es sind auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja. Neben dem Kaffee gab es Samstagmorgen kostenfreies Frühstück für alle Teilnehmer, doch Hauptnahrungsmittel bildeten Pizza, Cola und Red Bull. So, wir sind jetzt hier bei Lords Razor, meinem Chef, und dem werden wir jetzt ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja, Lords Razor, wie heißen die denn im richtigen Leben? Reikmeier. Gut, und Sie sind hier mit Ihrem, unserem Clan Lords. Haben Sie denn auch am Turnier teilgenommen? Ja, haben wir. Nur leider sind wir in der vierten, nein, nicht in der vierten Runde, sondern wir sind als Vierter. Leider nur Vierter geworden, so. Ja, wir sind jetzt hier bei Redjack. Und Redjack sieht ja aus, als würdest du hier gar nicht spielen. Was hast du denn hier auf der Judgment Days heute oder die letzten drei Tage alles gemacht? Na, ich bin erst seit heute Abend hier, oder beziehungsweise seit gestern, weiß ich nicht, 18 Uhr ungefähr. Und ja, was findest du besonders gut an der LAN hier in Lehrte? Naja, ich kenne sie alle. Also für mich ist es eine LAN wie jede andere, weil also ich bin fast, gut, ich würde sagen, alle 14 Tage unterwegs. Wir machen auch selber sehr viele große LAN-Partys mit unserer, also mit den paar Leuten hier. Und das Team hier ist komplett mit in einem anderen Team vertreten als LAN-Party-Orgas. Und wir sind uns welcome, weil wir Bock dazu hatten. Also für mich ist wirklich eine LAN wie jede andere auch. Die Location ist gut, keine Frage. Gute Stimmung hier, aber ansonsten kein Highlight eigentlich. Also für mich ganz klar ein Durchschnitt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wie findest du, dass es hier kein Quake 3 Urban Terror Turnier gibt? Kann ich mitleben. Na gut, danke fürs Interview.